Die Fishtown Penguins sind ein familiärer Verein. It's a small organization with big heart and great group of guys. Alles ein bisschen kleiner und übersichtlicher, aber das macht die ganze Sache sehr charmant. Fishtown Penguins, ist das überragend? Von klein bis groß, ein Clan, der zusammenhält. Wer einmal nach Bremerhaven kommt, der muss unbedingt mal die Fishtown Penguins besucht haben, weil sonst hat er Bremerhaven nicht erlebt. Heute ist es aber ordentlich frisch hier. Arthur, erzähl mal ein bisschen, wo sind wir hier gerade? Wir sind jetzt hier in Cuxhaven, im Fischereihafen. Und ich bin heute eingeladen von einem langjährigen Sponsor von Kutterfisch, Karne Schmidt. Und der hat ein Schiff hier heute in der Werft. Und das wollte mir mal zeigen, da wird ein neuer Motor eingebaut. Und da wollten wir nachher mal kurz an Bord gehen und mal seinen neuen Dampfer ein bisschen angucken. Und vielleicht noch auch das eine oder andere Zukunftsgespräch über Sponsoring ein bisschen führen. Mal sehen, was sich das so ergibt. Ich bin Alfred Prey, Fishtown Penguins natürlich. Moin! Komm gleich an Bord, oder? 1973 aus dem tiefsten Bayern, aus Ostbayern, in den Norden gekommen. Ich war bei der Bundesmarine und das war eigentlich mein Startup hier im Norden. Herzlich willkommen an Bord. Na, Chef. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Alles bei mir ist alles gut. Bei dir auch? Hervorragend. Okay, wollen wir auf die Brücke? Auf die Brücke gehen? Da ist ein bisschen wärmer. Ein bisschen wärmer, hier ist zu kalt heute. Alles klar. Komm. Okay. Wenn man einen Bremerhavener oder wenn man einen Norddeutschen mal zum Freund hat, dann kann man auch wirklich von der Freundschaft sprechen, denn hier ist nichts oberflächlich. Die Maschine Überholung? 250.000? Oh, Eine Überholung. Ja. Das ist also praktisch eine ganz normale Routine. Genau, Ringe ziehen, kennst du das ja. Also. Ich hoffe, wir merken das nicht im Sponsoring. Du. Nee, also das ist nicht auf meine To-Do-Liste. Okay, alles gut. Dann bin ich beruhigt. Das glaube ich hier. Auf die Leute kann man sich hier verlassen. Und hier gibt es auch noch diese Handschlagmentalität. Selbst mit dem Sponsor, wenn man was abmacht, man müsste nicht unbedingt einen Vertrag unterschreiben. Hier reicht noch der Handschlag. Ich glaube, wenn die Iris wieder vor Norwegen kreuzt, ja, dann sagst du deinem Kapitän, der soll mal die Flagge der Fishtown Penguins essen, damit die Norweger auch wissen, wo es wirklich den richtigen Fisch zu holen gibt. Das ist nett. Ich bin zwar gespannt, was die norwegische Coast Guard dazu sagt, aber ich werde Kapitän Flint die besten Wünsche und Grüße von dir ausrichten und vielen Dank dafür. Okay, alles klar. Keine, wir sehen uns morgen, gell? Pass auf dich. Morgen Beispiel gegen Köln, gell? Tschüss. Ciao. Moin. Danke. Servus. Ciao. Wenn man, sagen wir mal, eine Affinität zur Seefahrt hat oder zur See oder wenn man überhaupt über Hafenromantik spricht, dann ist Bremerhaven einfach auch der richtige Ort zum Träumen. Man kann sich irgendwo an der Doppelschleuse oder irgendwo an die Kaie setzen. Man hört die Möwen schreien, man hört im Hintergrund ab und zu mal eine Dampfersirene. Eigentlich diese ganzen Klischees, die man von der Hafenstadt erwartet, die findet man in Bremerhaven wirklich real wiedergespiegelt. Und man weiß, wenn man da irgendwo sitzt, ich bin jetzt an der See und ich bin in einer Hafenstadt. Also wenn ich ehrlich bin, im Prinzip, ich fahre gerne so Außentermine, irgendwelche Sponsoren besuchen, mal in Cuxhaven oder in Bremen. Aber am Ende des Tages freue ich mich immer wieder, wenn ich wieder hier in Bremerhaven, wenn ich wieder ins Büro fahren kann und mit den Kollegen eigentlich am Tisch sitzen kann und ja, das Tagesgeschäft von hier aus operativ zu gestalten. Danach würde die Mannschaft gerne mal wieder Spareribs essen. Das musst du anfliegen. Bitte. Die ganze Mannschaft und der Staff, also so 35 mal All You Can Eat Spareribs, bitte. Okay. Dankeschön. Ciao. Villa Seebeck gibt es einmal die Woche Dienstagabend Spareribs All You Can Eat, okay?
Und die machen Speerrips, die sind wirklich, die nimmst du, die fallen dir auf den Teller. Die sind wirklich lecker. Ja. Wirklich so. Absolut. Und immer vier verschiedene Variationen. Drei. Alle, oder drei. Okay, scharf, mittelscharf und was weiß ich. Da kennen wir uns aus, oder? Herzlichen Dank, Essen. Wisst ihr Bescheid. Unsere Hierarchie im Büro ist natürlich ziemlich straff gefasst. Wir haben als Geschäftsführer Hauke Hasselbrink, der das seit vielen Jahren macht. Ich glaube, das Loben muss er sich einfach anhören. Ich glaube, er ist der beste und engagierteste Geschäftsführer in der DEL. Wenn es um Geld geht, der dann wirklich Kaffeebohnen retzt. Mein Hauptjob ist ja dafür zu sorgen, dass wir auch nächstes Jahr hier professionell Eishockey spielen. Und dem muss ich alles unterordnen. Aber wenn dann natürlich mit unseren bescheidenen Mitteln so ein Erfolg wie derzeit rauskommt, das freut er natürlich umso mehr. Und für Feierlichkeit, was auch schon gesorgt, ich habe hier gesehen, die Flaschen und alles. Also hier ist alles schon angerichtet. Das ist rein für den Eigenbedarf. Es ist aber eine Vierteljahresration, sag ich mal. Das wird nicht an einem Wochenende getrunken. Also ich habe mich ja hier an den Erfolg rangezeckt, sage ich mal. Bin jetzt seit 1.1. dabei und führe mich so ein bisschen ein in die Organisation einfach. Ja, also ich bin dir dankbar auch, dass du da die... Speziell ist natürlich, dass alle alles machen irgendwo. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Organisation natürlich viel kleiner ist. Macht aber auch viele Sachen einfacher, weil der direkte Draht natürlich schnell ist. Entscheidungsprozesse können ganz schnell erledigt werden. Also es ist nicht so, dass das unbedingt immer ein Nachteil ist, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass das auch viele Vorteile hat. Mal abgesagt, dass du sowas auf gar keinen Fall machst. Ne? Also insgesamt gesehen sind wir, glaube ich, nicht groß, aber wir sind gut aufgestellt. Und was einfach auch hier wieder zum Tragen kommt, ist, dass jeder einfach persönlich motiviert ist und dass jeder sich auch als kleines Mosaiksteinchen in diesem Gesamtgebilde Fischdamm-Pinguin sieht. Und das ist das, was uns auch ausmacht und was uns einfach auch stark macht, glaube ich. Ich mache es nicht gerne, aber ich muss Hauke recht geben. Yes, please. It's too long. If it's two quick questions, then we can do it in German. I actually didn't know Fishtown Penguins before because I never followed them because I think they were in the second league before I got here. Started noticing the team when they moved to the first league, and I had a contact with Alfred. It seemed like a good fit for me and my family, and it's been, 7 years later, and it's still working. I'm Jan Urbas from Slovenia. I play ice hockey for Fishtown Penguins. I'm a forward, and I'm the captain of the team. Since Fishtown came to the DEL, we always made playoffs. You know, we are really, really happy about that. The success to that is, I think, in this team, the core is usually staying the same. We're trying to be like as steady as we can be, like with as little ups and downs as possible. This year especially, it's been working really good. We are playing good hockey, and if we do that, we'll have some success, I hope. Thomas is so far my only head coach here. His philosophy is hard work. He's always talking to players, you know, seeing what they need, how they feel. I have a good connection, and I think we interact very well together. Thomas is a man ohne Arroganz, ohne Eitelkeiten, einer, der immer hart jeden Tag arbeitet, der immer alles für die Mannschaft gibt, der manchmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Bär bei sich wirkt, aber er ist ein Top-Trainer und er hat zu uns gepasst oder passt zu uns, wenn man so den Ausdruck nennen kann, wie die Faust aufs Auge. Ein Großteil dieses sportlichen Erfolgs kann er sich mit auf seine Fahnen schreiben, zweifelsohne. Ich glaube, wir haben es über die Zeit geschafft, wirklich einen guten Stamm, einen guten Chor hier zu halten.
Und deshalb hat sich die Mannschaft, so glaube ich, eben doch wirklich über die Jahre immer entwickelt und ist auch dann dadurch ein fester Bestandteil der DEL geworden. Feels like a maybe not the right word, a family club, but it's really, really good for guys to come in, and I think they feel welcome right away and they fit in great, and I think it translates to the eyes too. Also er probiert total gerne, das sind die Kohlrollen. Also wenn ich immer bestellt ist, das wäre super, freut sich. Das Königsberger Klöpfe ist da auch gern, oder? Ja, ja, das ist auch gern. Ausgerechnet klappert da jetzt was. Ich bin jetzt 13,5 Jahre dabei. Wir gehen alle freundlich nett um. Das ist alles mehr so große Familie, sag ich mal, ne? Klar, Anfang der Saison, man muss sich erstmal so ein bisschen beschnuppern, sag ich jetzt mal so, ne? Aber das gibt sich schnell da. Was ich immer gut finde, ist die Spieler, was sie immer dann als erstes lernen, ist Moin sagen, ne? Ja. Weil morgens sage ich auch immer Moin, ja, und dann gucken sie. Und eine kurze Zeit später sagen die das auch immer. Und auch die Amerikaner oder? Ja, ja. Also ich kann selber kein Englisch. Und das ist dann immer ganz interessant, wie man sich denn, ne? Aber das geht. Jetzt hin. Der ist nicht immer total abgedatet, aber wir versuchen zumindest immer den nächsten und übernächsten Gegner, dass man das immer aktuell hat und dass man das so ein bisschen im Blick hat. Und hinter dir ist die Tabelle, bleibt die jetzt für immer so bestehen da oder aktualisierst du die auch immer? Die habe ich heute von Radio Bremen geschenkt bekommen. Die hebe ich mir auf. Ist ein gutes Andenken. Ist mehr oder minder ein Unikat, okay? Und mit Unikaten soll man ja ein bisschen vorsichtig umgehen. An der Tabelle könnt ihr euch nicht satt sehen, oder? Ich habe die nur drauf, weil ich immer tagaktuell berechne, ob wir noch absteigen können. Hätte ich auch zeigen. Wir kommen mit einem Budget von 5.000. Kriegt man das so ein, oder? Hier ist ganz aktuell Iserlohn. Dann sollen die uns kann abgeben. Noch auf 82 Punkte kommen. Wir haben 75, 8 Punkte fehlen noch. Und das ist das erste Ziel. Und dann gucken wir weiter auf den Playoff-Platz und dann gucken wir auf den Top-6-Platz. Und dann? Ja, und dann gucken wir weiter. Wenn ich das oben weglöschen kann, dass wir nicht mehr absteigen können, dann kommt da drunter wahrscheinlich Platz 4 oder so, der Abstand dahin. Und dann gehen wir Schritt für Schritt daran. Aber das erste Ziel ist erstmal nicht absteigen, damit wir auch nächstes Jahr professionell erstklassig sind. Kommst aber wie gesagt, aus dem alten Bruch bist du schon wie an so eine Wand reingefahren. Da hat das nach Fisch gehabt, war unfassbar. Da waren ja jede Menge Fischmehlfabriken. Also mein Vater hat ja früher hier im Fischereihafen gearbeitet. Und das riechst du mit dir abends, das geht aus der Haut gar nicht mehr raus, aus den Poren bei den Menschen. Und das Auto, das konntest du nicht mehr verkaufen. Das ist ein kleiner Kabel auch hier. Kleiner Herr, ein Dorschach. Okay, ist Hecht. Ein Dorschach. Hecht bist du nicht. So bereitest du jetzt für jeden den Platz vor? So bereite ich es normalerweise vor, ja. Auswärtshand haben wir das Ganze ein bisschen anders. Da drehen wir die Trikots um. Und auswärts habe ich dann meistens auch noch ein bisschen mehr Zeit. Dann mache ich wirklich alles schön. Drehe ich die Trikots so hin, dass jetzt zum Beispiel hier die 2 ist. Da sieht man die 6 dann. Ich war schon bei einigen Vereinen mittlerweile.
Aber so speziell wie hier in Bremerhaven hatte ich es eigentlich noch nie. Also jeder macht zusätzlich zu seiner Hauptaufgabe noch irgendwas anderes. Und das zeichnet jeden einfach aus. Wir sind Agnes Haie aus Köln. Das heißt, du hast schon viele Stadien auch im ganzen Land gesehen? Ja, fast alle. Was ist auf Bremerhaven so gekommen? Einfach die Fans, die Brennchen. Es gibt die besten Fans überhaupt in der Liga, finde ich. Also finden wir. Der Verein ist mehr wie der Sport, das ist quasi wie eine große Familie. Man fühlt sich wohl, neue Freunde kennenlernen. Nicht nur in Bremerhaven, aber außerhalb. Wenn irgendein Fan was hat und Alfred läuft den über den Weg, der sagt Hallo, gibt dir die Hand, redet mit denen, das ist einfach echt sehr familiär. Alles kleiner, alles stehen irgendwie noch ein bisschen enger zusammen. Der Verein hat mir das Leben mehr weg. Jeder meint ja immer, Eishockey müsste unbedingt im Süden, im Westen oder vielleicht auch noch ein bisschen im Osten gespielt werden. Aber dem muss ich immer entgegenhalten. Eishockey in Bremerhaven hat wirklich Tradition. Das ist keine Retorte. Wir sind von einem alten Stadion, damals immer geheißen die alte Fischdose, sind wir hier in ein neues, modernes Stadion gezogen. Und auch dieser infrastrukturelle Wandel hat uns natürlich weitergeholfen, dass wir einfach so diesen kleinen Erfolgsweg beschreiten durften, der für eine Stadt wie Bremerhaven, glaube ich, schon beachtenswert ist. In der letzten Saison von der DEL 2 habe ich angefangen. Da hat mich das gepackt, das Fieber mit den Fischdorf-Pinguins. Und ein Jahr später habe ich sie da mitgenommen und auch infiziert. Ich hatte vorher gar nichts mit Eishockey zu tun. Ich bin der Liebe wegen dazu gekommen und dann hat es mich gepackt. Es ist kuschelig, du kommst hier rein, es ist wie zu Hause. Für so einen kleinen Verein ist das natürlich Bombe, was man mit wenig Geld doch machen kann. Und das sieht man. Die Fans, die sind auch wirklich dankbar. Und gerade die Stadt Bremerhaven hat das auch irgendwo ein bisschen bitter nötig für so eine gute Reputation. Wir sind ein bisschen besonders. Und das liegt einfach auch schon einfach anhand der Geografie. Ich sage immer so burschikos, wir spielen in der Eishockey-Diaspora und es findet nicht jeder witzig, sage ich mal, wenn er am Wochenende 800 Kilometer nach Bremerhaven reisen muss, um hier bei uns zu spielen. Aber denen kann ich einfach nur sagen, auch wir müssen jedes Wochenende quer durch die Republik fahren, um unseren Sport präsentieren zu können. Spieltag ist man immer aufgeregt. Ich laufe manchmal am Spieltag durchs Stadion und laufe an meiner Frau vorbei. Die sagt dann zu mir abends, hätte es mal wenigstens guten Tag sagen können. You're excited. You hear the fans, especially home games. You get hyped up. They are loud from the beginning, and yeah, you're just excited and you're ready to go. You're ready to be on the ice and give everything you have. Herzlich willkommen in der Eisarena Bremerhaven. Wir sind zu Gast beim Tabellenführer. Ausverkauftes Haus, natürlich wie so häufig in dieser Saison. Wir sprechen immer, machen so ein bisschen lustig von der Hölle des Nordens. Und das, glaube ich, ist schon so ein bisschen für viele Mannschaften ein Punkt, wo sie drüber gehen müssen, wenn man hier gegen diese Wand der Fans auch mit ankämpfen muss. Deswegen glaube ich schon, dass wir zu Hause eine kleine Macht geworden sind. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. I think we play the style of hockey too that it's hard to play against. When you get forechecked all the time, when you're under pressure, it's hard to make plays and hard to develop your game. We try to do that at home and away, and teams have respect for us because the way we play, and they know it's hard. So it gives you even a little more motivation when the teams say that it's hard to play against you. Die Spieler, die bei uns spielen, ich meine, gibt es in anderen Vereinen, sind die mit Sicherheit auch charakterstark. Aber bei uns ist das wirklich so ein familiäres Gebilde und hier steht jeder für jeden. Und das, glaube ich, ist bei uns verbunden auch mit der Konstanz, dass Spieler zum Teil 7 bis 8 Jahre hier sind. Das ist irgendwo unser Erfolgsrezept. Und dann die Möglichkeit zum Break. Best hat keinen dabei. Best versucht es, macht das Tor! Macht das Tor für die Kölner!
if you're one goal behind, if the energy is not 100% on the bench, you just like, you know, stand up and try to give that little push. But as I say, it's not always me, there's other guys too, especially if you're on the ice. When you do something good, you like to hear that the guys appreciate that. Doesn't matter if it's a block shot or a good chip or a good hit or a goal, it doesn't matter. Every little detail in the game counts, and you know, it definitely helps when guys give you a tap for little things in the game. Sie wollen's mit aller Macht erzwingen hier den Ausgleich. Da ist die Möglichkeit, da ist das Tor! Ich bin froh, dass wir jetzt noch einen Punkt geholt haben, obwohl wir das ganze Spiel war ja eigentlich die überlegene Mannschaft war. Aber gucken wir mal, ob uns der Eishockey-Gott zuträglich ist. Die Mannschaft hat wieder mal Charakter bewiesen und kurz vor Schluss einen Ausgleich geschafft. Und jetzt kann alles passieren. Ja. Glück haben wir noch nicht viel Penalty schießen, aber wir haben jetzt mal einen Punkt wieder geholt. Das ist schon mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wir nehmen gerne noch den zweiten. Gerade zu Hause will man immer gewinnen, weil man einfach auch die Zuschauer, die uns hier immer die Stange halten, die will man nicht enttäuschen. Man will, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen. Schütz hat den Puck und macht das Tor! Köln gewinnt! Justin Schütz mit der Entscheidung. Die Haie nehmen 2 Punkte von der Nordseeküste mit nach Hause. War gut. Das Resultat hat am Ende nicht ganz gestimmt, aber insgesamt war es wieder eine gute Leistung und am Sonntag wollen wir dann auch, dass das Resultat stimmt, nicht nur die Leistung. Egal, was jetzt noch passiert, wir sind auf jeden Fall nach dem Wochenende immer noch Erster. Das kann uns keiner nehmen. Egal, wer zuguckt, Bremerhaven hat nichts, aber wir werden deutscher Meister. Ehrlich, scheißegal, Mann! I didn't expect to be like where we are right now. But we deserve it. We worked hard, and you know, it's great to be where we are right now. Wie sagt man, es regnet nicht immer in ein Weiher, und heute hat es nicht in unseren Teich geregnet, obwohl jede Menge Wasser da war. Okay. Sturmflut war fast. Ja, kann man nichts machen. Ich denke, das war ein gelungenes Schlusswort. Ja. Im Laufe der Jahre ist der Verein einem so ans Herz gewachsen und auch die Menschen, die hier mit diesem Verein zu tun haben, dass man sich einfach so voll und ganz identifiziert. Und das hört sich immer vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber man kann schon sagen, so nach all den Jahren ist der Verein auch ein Stück von einem selbst geworden. Man merkt das immer daran, wenn irgendwelche Leute negativ über die Fishtown Penguins sprechen, dann fühlt man sich immer persönlich angegriffen, obwohl das natürlich gar nicht der Fall ist. Fishtown Penguins, ja, das ist einfach ja, ein Stück eigenes Leben.